Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Dieser Satz wird auf Michael Gorbatschow zurückgeführt, obwohl er ihn wahrscheinlich nie gesagt hat. Aber er trifft jetzt auf jeden Fall auf jemand anders zu, nämlich auf die US-Notenbank Fed. Die hat einfach vergessen zu bremsen und muss jetzt voll in die Eisen steigen, weil man eben vorher nicht gebremst hat. Und das Hindernis, das kommt immer näher, also muss eine Vollbremsung her. Und wenn ich eine Vollbremsung mache, dann kann die ganze Geschichte ein bisschen instabil werden. Dann riskiere ich, dass es dennoch zu einem Unfall kommt, statt früher also mit Bedacht zu bremsen, als all das noch möglich gewesen wäre, als Corona kein Thema gewesen war, als die Wirtschaft gut gelaufen ist. Da hätte die Fed anfangen müssen, ein bisschen umzusteuern, sagen müssen, ja, das mit der Inflation, das wird ein Thema, also bereitet euch darauf vor, dass, wenn das jetzt nicht schnell besser wird, in Sachen Teuerung, in Sachen Preisinflation, dann werden wir ein bisschen auf die Bremse treten müssen. Das hat die Fed nicht gemacht. Die hat bis zur Wiedernominierung von Jerome Powell im Prinzip gesagt, alles transitory, und kaum war Powell nominiert, neu nominiert, dann hat er plötzlich gesagt, oh, doch nicht transitory, wir werden auf die Bremse treten. Das ist die hawkische Wende und das wird jetzt sozusagen diese Bremsung sein, diese Vollbremsung sein, die die Aktienmärkte destabilisiert. Wir haben ja schon gesehen, seit letzten Freitag massive Volatilität. An einem Tag geht es massiv runter, dann geht es wieder rauf, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder rauf, dann geht es wieder runter und so weiter und so fort. Dementsprechend wollen wir uns die Lage mal anschauen. Hat Michael Gorbatschow diesen Satz wirklich gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben? Nein, angeblich ja hätte er das gesagt zu dem guten Erich Honecker im Oktober 1989, praktisch als Signal dafür, Leute, wir werden euren Altsteinzeit-Kommunismus nicht mehr stützen, ihr müsst Reformen machen, wir werden euch militärisch nicht mehr unterstützen. Als das klar wurde, ist die DDR mehr oder weniger in sich zusammengefallen. Was Gorbatschow wirklich gesagt hat im Oktober 1989, was historisch belegt ist, ist, ich wörtlich, Zitat, ich glaube, Gefahren lauern nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Und weiteres Zitat, wenn wir zurückbleiben, bestraft uns das Leben sofort. Und dann haben zwei Journalisten von dpa, haben so die verschiedenen Aussagen von Gorbatschow sich angeguckt und haben dann gesagt, okay, wir fassen das mal zusammen, wir bringen mal die Quintessenz dieser Aussage und sagen, Gorbatschow meint, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Das ist dann ein wirklich geflügeltes Wort geworden, das aber so nie gesagt wurde. Die beiden Reporter haben auch gesagt, dass das nicht ein Originalzitat von Gorbatschow ist. Also interessant, wie sich ein solcher Begriff praktisch in die Alltagssemantik eingräbt, also praktisch zum Wortschatz wird. Das ist schon beeindruckend. Und jedenfalls sehen wir, dass die Fed eben diesen Zeitpunkt verpasst hat. Und jetzt sagen viele, naja, guckst du, aber da kommt Omikron. Und dann hat die Fed doch eine super Gelegenheit, jetzt diese Vollbremsung zurückzunehmen, vom Bremspedal zu gehen und diese Ankündigung schneller zu tapern und dann die Zinsen anzuheben, wieder zurückzunehmen. No, Sir, das wird nicht passieren. Diese Steilvorlage hat Jerome Powell schon letztes Mal vor dem Senat nicht genutzt, als er gefragt wurde nach Omikron. Dann hat er gesagt, also das schätzt er weniger schlimm ein als eben im März 2020. Und jetzt hat Loretta Mester es nochmal auf den Punkt gebracht, auch Fed-Mitglied, die gesagt hat, ja, Omikron hat die Tendenz, die Supply Chain Problems noch zu verschärfen, die Inflation noch zu verschärfen, die Worker Shortage zu verschärfen, also den Arbeitskräftemangel. Also Omikron wird jetzt nicht das Argument sein, warum die Fed eben dann doch vom Bremspedal geht. Im Gegenteil, sie wird darauf reagieren müssen und das ist eine unschöne Konstellation. Bostich von der San Francisco Fed hat jetzt gesagt, also der Grund ist jetzt gegeben, jetzt endlich mal mit Zinsanhebungen bald anzufangen. Wir werden mehr als einmal die Zinsen anheben, wenn die Inflation um und bei 4% bleiben wird. Und er hat sich dann auch über das Tapering geäußert und gesagt, ja, ich bin dafür, dass wir schneller tapern. Und jetzt eben ist eigentlich dieses bullische Narrativ, das rumgereicht wird, ja immer, ja, vielleicht Omikron, das wird die Fed nochmal umstimmen. Da gibt es viele Artikel von Journalisten darüber, aber vielleicht sollte man eben fragen, warum habt ihr nicht vorher schon eben ein bisschen gebremst, statt jetzt Vollbremsung machen zu müssen und dann eben zu hoffen, dass irgendwie doch das Virus
nochmal diese Vollbremsung verhindert, was eben nicht der Fall ist. Hier sehen wir mal die Headline Inflation, die in den USA ja größer ist. Dort haben wir eine größere Lohnpreisspirale. Dort hatten wir vor allem massive Lieferengpässe, die sich jetzt ein bisschen aufgelöst haben. Aber schauen wir uns mal eben an, was die Fed kommuniziert hat. Wir denken nicht mal daran, über Tapering nachzudenken. Dann, okay, wir denken über Tapering nach, dann wir tapern und jetzt wir könnten und dürften im April wahrscheinlich mit dem Tapering schon fertig sein, also das Tapering schneller durchziehen. Das ist relativ schnell gegangen. Jetzt hat Randy Qualls, der ja jetzt ausscheiden wird aus der Fed, gesagt, ja, also wir haben immer darauf gewartet, bis wir das Weiße im Auge sehen in Sachen Inflation, aber jetzt ist es eben so, wir haben immer gesagt, wir lassen die Armee nicht über uns drüber marschieren, aber jetzt steht die Armee vor uns und jetzt beginnen wir zu schießen. Also all das, ein schönes Bild finde ich, wie hier die Situation der Fed im Anblick der Inflation hier charakterisiert. An den Märkten sehen wir, dass die sogenannten Five-Year-Break-Evens wieder ein bisschen zurückgegangen sind, also dass die Inflationserwartung ein bisschen zurückgegangen ist. Also wir sehen, dass die Fed jetzt eigentlich diese Vollbremsung macht zu einem Zeitpunkt, wo möglicherweise das Allerschlimmste schon vorbei ist in Sachen Inflation, in Sachen Lieferkettenengpässe, zumindest in den USA. Kurzer Blick noch auf die heutigen US-Arbeitsmarktdaten, die wichtig werden, 14:30. Denn es ist ja so, dass der Arbeitsmarkt ein zentrales Argument der Fed-Politik ist. Wenn jetzt also die Arbeitsmarktdaten stark sind, dann ist eben nochmal klarer, okay, die Fed muss Tightening betreiben. Auf der anderen Seite wäre es halt auch eine gute Nachricht, wenn die Daten stark sind. Worst Case wäre, wenn die Daten schlecht sind und die Fed trotzdem sagt, wir müssen die Vollbremsung machen. Jedenfalls Durchschnittserwartung 550.000. Wir haben jetzt die Erstanträge der letzten Woche gehabt. Die waren alle sehr, sehr gut. Wir haben die Komponentenbeschäftigung in den Einkaufsmanager-Indizes. Die waren gut. Also alles spricht eigentlich für eine gute Zahl. Wir sehen die Erwartung bei 0,4%, was die Stundenlöhne betrifft, plus 0,4%. Und im Vergleich zum Vorjahresmonat plus 5,0%, da könnten wir träumen in Europa davon, wenn wir solche Lohnsteigerungen hätten. Ja, ist das Schlimmste vorbei? JP Morgan sagt jetzt, ja, wir kriegen erste Hinweise, dass diese Lieferschwierigkeiten so ein bisschen nachlassen und dass auch das Global IP Growth is turning around, also dass letztendlich eben auch das Wachstum jetzt so ein bisschen den Zenit schon überschritten hat. PMIs show improving supplier delivery times, pricing and backlogs. Und auch Shipping, Pricing and Volume Data also suggest pressures are starting to abate. Also, dass die Lieferschwierigkeiten ein bisschen nachlassen. Das gilt für die USA möglicherweise. In Europa sehen wir das in den Daten noch nicht, um das klar zu machen. Aber es könnte zeigen, dass die Fed sozusagen jetzt genau die Vollbremsung macht, als eben das Schlimmste jetzt vorbei ist. Also wer zu spät kommt, den bestraft dann das Leben. Du musst dann dennoch auf der Bremse bleiben. Kommen wir zu den Märkten. Wir sehen jetzt Fear and Greed Index bei 25, gestern bei 22. Also da ist eine gewisse Angst. Wir sehen eine gewisse bärische Einstellung im Sentiment bei den US-Privatinvestoren, AAII-Umfrage. Und wenn wir uns die US-Märkte mal anschauen, sehen wir Dow 1,8%, S&P 1,4%, der Nasdaq nur, interessanterweise 0,8%. Und am stärksten gestiegen sind die Small Caps mit 2,8% etwa, die zuvor ja so massiv verprügelt worden waren. Wenn wir uns anschauen mal Financials, Industrials, Energy, eigentlich all diese ganzen Reopening-Themen, die hier gestern gut gelaufen sind. Technology ist der vorletzte. Also da ist es nicht so gut gelaufen. Man kann argumentieren, wie Macrocharts das hier tut. Guckt euch mal den McLellan Oscillator an. Der ist ganz unten. Das ist ein Markt, der ja nach wie vor aufwärts gerichtet ist. Das sagt Macrocharts. Und dementsprechend könnte das eine sehr, sehr gute Kaufgelegenheit sein. Ja, und das war jetzt gestern vor dieser Rallye, als dieser Tweet hier kam von Macrocharts, und da ist ja durchaus was passiert. Die Zahlen hatte ich eben vorgelesen. Schauen wir uns hier mal die Preisschwünge an. Letzten Freitag über 900 Punkte im Dow nach unten, dann 200 nach oben, dann wieder 600 nach unten, dann 460 nach unten, gestern 600 nach oben. Aber die Bank of America in Gestalt von Savita Subramanian
Subramanian sagt, we remain cautious on S&P 500 amid a hawkish Fed tightening into an overvalued market. Also wir bleiben skeptisch in Sachen Aktienmärkte, weil die Fed eben diese hawkische Wende jetzt gemacht hat und die Aktienmärkte überbewertet sind. Dementsprechend gefährliche Geschichte jetzt, obwohl wir natürlich viel Angst im Markt haben, obwohl wir vorgestern noch überverkauft waren. Dazu kommt, der Dezember ist historisch eigentlich ein sehr guter Monat, durchschnittlich plus 2,3% seit 1936 und in 79% der Fälle positiv. Aber was meint denn die Bank of America Analyste mit überbewertet? Schauen wir uns mal die Percentage of all stocks an, die mit mehr als dem Zehnfachen von Umsatz, von Marktkapitalisierung zu Umsatz handeln, und dann sehen wir, das sind weit über 30%. Das gab es noch nie. Selbst in der Dotcom-Bubble waren wir knapp über 20%. Also wir sehen, dass die Bewertungen extrem sind. Wir sehen, dass vor allem im Tech-Sektor die Bewertungen bei Softwareunternehmen extrem sind. Hier sehen wir mal eben die Bewertung in diesem Sektor. Hier haben wir faktisch das 18-fache des Umsatzes bei diesen Firmen, durchschnittlich Software-Stocks, und das ist auch viel, viel höher, als es jemals gewesen ist auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Also wir sehen, da ist möglicherweise die Gefahr im Tech-Sektor jetzt, weniger in Value. Value hat sehr viel geblutet. Tech ist möglicherweise dabei, jetzt mal ein bisschen zu bluten, gleich dazu mehr. Jedenfalls sehen wir zumindest eine gute Nachricht, ein Shutdown ist erstmal verhindert worden jetzt in Sachen Weißes Haus, in Sachen Demokraten, Republikaner. Man schiebt also die Dose weiter die Straße runter. Ich glaube, bis März kann das jetzt alles so weitergehen. Was die Futures ein bisschen belastet hat, waren Omikron-Fälle in New York, 5 Stück alleine davon. Das hat die US-Futures dann ein bisschen belastet. Auch in den USA steigen jetzt die Zahlen wieder deutlich, etwa New York in Sachen Infektionen, höchster Stand seit Januar, Hospitalisierungen steigen relativ deutlich. Deswegen verschiebt jetzt Google zum Beispiel weltweit diesen Return to Office. Wollte man eigentlich im Januar wieder praktisch die Leute ins Büro holen. Das ist jetzt erstmal gecancelt, und wenn wir bei Corona bleiben, dann sehen wir, dass oben in dieser Grafik jetzt die Zahlen eben auch steigen in Frankreich, in Spanien, in Italien. Die waren ja deutlich geringer zuletzt lange gewesen als in Deutschland. In Deutschland, die untere Grafik, sehen wir, dass das Wachstum jetzt weg ist, sowohl was Hospitalisierungen betrifft, als auch was die Zahl neuer Fälle betrifft. Also es geht zumindest jetzt nicht mehr steil nach oben. Sie wissen ja, die Politik hat diese Maßnahmen erlassen in Sachen 2G. Jedenfalls hier noch nach Deutschland mal kommen, Bundesbank. Es sieht so aus, so berichtet die Financial Times, dass Olaf Scholz Joachim Nagel nominieren wird als Bundesbankchef. Der Nagel, der war lange in der Bundesbank, ist dann bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleiche gewesen. Und das ist natürlich eine furchtbare Nachricht für Marcello Fracerino, jahrelang dahergeschleimt, und das alles umsonst, Marcello. Ich rufe dich heute mal an und spende dir ein bisschen Trost, wenn es wirklich so kommt. Tragisches Schicksal. Wenn wir kurz noch nach China blicken, Kaiser hat jetzt ja vorgeschlagen oder hatte vorgeschlagen, dass die Anleihegläubiger einem Deal zustimmen, praktisch Verlängerung der Laufzeiten, dafür kriegen sie ein paar Schrottanleihen mehr. Das haben die jetzt abgelehnt, das bringt ein bisschen Hektik wieder in den chinesischen Markt für Immobilienentwickler. Wir sehen, dass auf der anderen Seite eben auch die Tech-Werte wie Alibaba, wie Tencent weiter unter Druck sind, vor allem Didi jetzt unter Druck, nachdem offiziell jetzt bestätigt ist, dass die runter raus sollen aus dem amerikanischen Listing, also sich verabschieden sollen von den amerikanischen Märkten, von einer Notierung an der amerikanischen Börse, so muss es heißen. Dementsprechend wird da das gesamte ausländische Kapital wahrscheinlich rausfließen. Und dementsprechend macht es Bums. Macht es Bums auch jetzt eben bei diesen etwas sportlich bewerteten Aktien aus dem US-Tech-Bereich. Wir haben ja eine Tesla, die praktisch die einzige Firma der Welt sein müsste, die übrig bleibt, wenn man sich die Bewertung mal anschaut. Wir haben aber auch eine Apple, die sehr, sehr sportlich bewertet ist. Da ist ja in Sachen Umsatz und Gewinnwachstum in den letzten Jahren nicht viel passiert, aber der Aktienkurs ist immer weiter nach oben gegangen. Kommt jetzt die überfällige Korrektur, so muss es heißen. Stefan Jäger hat im Börsenjäger sich das mal angeschaut und entwickelt hier ein sehr schönes Szenario. Schauen Sie sich das mal an, werde ich unter dem Video verlinken. Ist kostenfrei, diese Analyse mit einer klaren
Struktur, mit einer klaren Strategie, wie man das jetzt spielen kann. Allerdings muss man sich anmelden. Tut nicht weh, aber wie gesagt, das ist jetzt vielleicht das, was interessant wird. Wie wird Tech sich verhalten? Ich bin für Value gar nicht so negativ gestimmt, aber Tech ist die große Gefahr. Ich hatte gestern ja schon getitelt im Markeflüster. Es hängt am seidenen Faden eben dieser ganz großen Tech-Werte. Es könnte also sein, dass jetzt der Gesamtmarkt eigentlich ganz ordentlich läuft, aber die großen Tech-Werte dann schwächeln und das würde die Indizes immer noch nach unten ziehen, vor allem den Nasdaq 100, weil die eben so schwer gewichtet sind. Schauen wir mal. 14:30 US-Arbeitsmarktdaten werden wichtig bei finanzemarkt.de. Ansonsten gucken Sie sich mal der Apple an, hier unter dem Video verlinkt, und ich wünsche das Allerbeste. Bis dann. Servus und ciao.